Selbst künstliche, geplante und verwaltete Schönheit hat ihre Reize. Doch die Asymmetrie der Natur spricht die Sinne an. Ihre rauen Kanten, ihre Fehler. Ein Baum, der fehl am Platz ist und doch genau dort, wo er sein soll. Genau wie die Saurier. Entschuldigung, Dr. Malcolm. Es gibt Berichte über eine große Herde von freilaufenden Tieren im Yosemite Park. Wie gesagt, Chaos. Ist es nicht wunderbar? Yosemite. Über 2600 Quadratkilometer groß. Die Heimat einer der ältesten Pflanzenarten der Erde. Der Riesenmammutbäume, die in diesem Teil Kaliforniens seit über 60 Millionen Jahren wachsen. Das könnte unsere Verbindung sein und die Saurier hierher locken. Die Mammutbäume sind vertraut, Teil der genetischen Erinnerung. Dann könnte dieses Land perfekt für die Saurier sein. Und damit herzlich willkommen zu der letzten. Okay, die Karte. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, Owen. Aber herzlich willkommen zur letzten Kampagnenmission in Kalifornien im Yosemite National Park. Also, wie sie schon gesagt haben, wir sind halt die ältesten Bäume, die Riesenmammutbäume beheimatet, die teilweise eben auch schon zur Zeit der Dinosaurier anscheinend da waren oder zumindest so eine Art davon, dass die quasi relativ artverwandt oder mit den Pflanzen von damals sind für die Dinosaurier. Dass das was ist, was die Dinosaurier quasi kennen. Und da klingt es zumindest so, wollen wir die jetzt hinlocken, oder? Owen, was hast du denn dazu zu sagen? Katze ist bereits aus dem Sack. Das ist übrigens eine Redewendung. Hier gibt es weder Katze noch Sack. Owen will damit sagen, dass die Dinge bereits in Bewegung sind. Wir müssen entsprechende Anlagen errichten und die Saurier fangen. Aber nicht mit Säcken. Keine Säcke. Ein Expeditionszentrum, eine paläomedizinische Anlage und eine Unterstützungsanlage. Damit haben wir eine solide Basis. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Eine Paläo... Na okay... Expeditionszentrum mache ich zuerst. Wie sieht denn unser Platz hier aus? Ist wahrscheinlich wieder nicht allzu groß. Genau, einmal hier dieses Plateau quasi. Da würde ich einmal anfangen, hier hinten mit den Gebäuden. Mache ich einmal das hin. Das Expeditionszentrum war das. Schon wieder vergessen. Dann eine Unterstützungsanlage. Die mache ich direkt nebendran. Und eine paläomedizinische Anlage. Die haben wir hier unten. Die platziere ich auf diese Seite. Jetzt alles schön mit einem Weg verbinden. Da machen wir auch erstmal einen schönen geraden Weg nach draußen. Bei allen erstmal so ein Stück. Und dieses Stück verbinde ich jetzt mit einer schönen Kurve. Na, das war jetzt nicht so optimal. Da gehen wir nochmal raus. Und machen noch einmal direkt so in die Richtung. So.
Ohne einen Ankunftsort und ein Kontrollzentrum sind die Anlagen nicht betriebsbereit. Also brauche ich die demzufolge auch noch. Oder mache ich gleich erstmal hier... Nee, auf die Seite. Dann mache ich erstmal die anderen Gebäude auf diese Seite des Weges. Dass wir alles so beieinander haben. Jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden. Und ein Kontrollzentrum. Das mache ich hier hin. Einmal schön mit dem Weg verbinden. Und jetzt setze ich einen Generator. Ja, der passt hier nicht mehr dazwischen. Gebäudebeschränkungen. Aber es reicht aus, wenn der hier ist. Jetzt mal schnell alles bauen lassen, damit alles steht. So, da haben wir alles. Wie sieht's mit Fotografien aus? In welcher Hinsicht? Ich glaube, rechts ist meine Schokoladenseite. Owen, ich rede von den Sauriern. Wir brauchen doch Fotos von den Tieren in Yosemite. Und du irrst dich mit der Schokoladenseite. Okay, verstanden. Wir können eins der Fahrzeuge nehmen und auf Fotoexpedition gehen. Und ja, die linke Seite ist besser. Du bist noch hier? Bin dabei, aber noch nicht ganz weg. Kapiert? Das ist ein Wortspiel. Geh. Weg, weg, bin weg. Alter, nett. So, und jetzt muss ich wohl mit dem Ranger-Team, so habe ich es verstanden, hier einmal umherfahren und fotografieren, oder was? Diese Tiere in einem fast natürlichen Lebensraum zu sehen. Mit diesen Fotos fangen wir nicht nur die Saurier ein, sondern irgendwie auch diesen Moment. Und wenn man bedenkt, wie sie hierher kamen, ist das doppelt seltsam. Ich glaube, näher werden wir den Sauriern, so wie sie vor 65 Millionen Jahren waren, nicht kommen. Und das ist einfach atemberaubend. Ja, ein Gallimimus. Hallo. So, dann gehen wir einmal hier weiter nach hinten. Oh, da ist eine große Herde. Alter, was ist denn hier los? Kann ich hier einfach mal... für ein bisschen Money. Na gut, wiederholte Spezies. Da habe ich aber viel abgezogen gekriegt. Aber egal, 37.000 sind 37.000. So, was haben wir aber hier oben? Oh, das sieht ein bisschen gefährlicher aus. Was haben wir denn da? Baryonyx. Natürlich. Da hinten haben wir noch was. Schön am Wasser. Ach, das ist so ein kleiner. Oh, wie süß. Ein Compsognathus. Der ist ja verdammt schwer zu sehen. Aber da wollen wir mal eben schnell hier am Baryonyx. Ja, schnell vorbei. So, wollen wir sehen, wenn wir noch alles ankommen. Wo seid ihr? Na, hier unten sind einige, da hinten. Wollen wir uns mal hier hin. Wen haben wir denn da? Stigimoloch. Oh, das war schön Money. Ben gehört dazu. Dann fahren wir hier mal schnell weiter. Die wollen wir gar nicht allzu lange stören. Also wenn das keine Kohle bringt, dann weiß ich auch nicht. Das müsste doch ordentlich. Oh, 127 Apatosaurus.
Ah, das nehmen wir doch mit. Schön. Dann haben wir schon 5 von 8. Fehlen nur noch 3. Dann nehmen wir erstmal die hier hinten. Weil die, glaube ich, am nächsten sind. Fahre ich hier ein bisschen voraus, dass ich vielleicht beide drauf bekomme. Genau. Parasaurolophus. Ja, da hinten gehörte dazu. Sind noch zwei. Also hier hinten ist auf jeden Fall noch eine Spezies. Da oben. Die würde ich gerade mal mitnehmen. Es sind auch wieder ein paar, die hier oben sind. So, also nur so kurz zur Info. Das ist jetzt die letzte, also erstmal der letzte Part. Weil das auch die letzte Story-Mission ist. Und dann werden wir sehen, was ich als nächstes hier mache. Also es gibt noch ein paar Modusse, die ich gern weiter probieren würde. Einmal gibt es den sogenannten Chaos-Modus, wo man in die verschiedenen Zeiten von den Filmen quasi reinspringt und quasi den Park bauen soll, dass es besser läuft, wie es in den Filmen lief. Da habe ich mal bei dem ersten Teil mal reingeschaut. Das wäre eigentlich fast schon eher was für ein Streaming-Projekt oder so, weil das ist wirklich nichts, was einfach so schnell abgeschlossen ist, sondern schon, da baut man einen Park auf, der klar, man hat verschiedene Aufgaben, verschiedene Herausforderungen darin schon, aber man baut im Endeffekt einen Park auf. Und das nimmt schon relativ viel Zeit in Anspruch. Entweder wäre das ein Streaming-Projekt oder dann wirklich was, was in mehrere Teile unterteilt wird. Ja, werden wir sehen. Oder dann gibt es auch noch die normalen Herausforderungen. Da habe ich jetzt bis jetzt noch nicht reingeschaut, was es da für Herausforderungen gibt in diesem Teil. Aber auf jeden Fall auch eine Herausforderung in Deutschland. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Also das könnte man eventuell dann weitermachen. Aber jetzt erstmal genug geredet. Das ist die nächste Aufgabe. Unsere Fernfangteams müssen die gefährlichsten Saurier zurückbringen. Die Sicherheit der Gäste und der Saurier steht auf dem Spiel. Bin dein Mann. Und dein Mann. Ich weiß. Sobald wir sie haben, sichern wir sie in unserer neuen Einrichtung. Ich weiß das. Also sei vorsichtig. Also wir sollen jetzt... hier welche fangen... gefährliche Dinosaurier. Und die dann einfach hier reinsetzen. Habe ich das richtig verstanden? Auf jeden Fall ist es auch schon mal sehr vom Vorteil. Also wir haben die zwei Wissenschaftler aus dem vorherigen Teil mitgenommen, aber genau auch den ihr Stresslevel. Also wäre es eigentlich erstmal vom Vorteil, wenn ich ein Personalzentrum noch baue, wo sich die Wissenschaftler auch ausruhen können, weil umso gestresster sie sind, irgendwann sind sie verärgert. Und umso verärgerter die sind, steigt hier unten, das seht ihr gerade nicht, weil meine Webcam davor ist, klar, Moment. Hier unten ist dann diese Sabotage und wenn sich die erhöht, steigt eben das Risiko, dass die Wissenschaftler irgendwas sabotieren. Und das wollen wir hier natürlich nicht machen.
Aber warten wir erstmal, bis genau das gebaut ist. Da gehen wir hier auf die Wissenschaftler, können auch gleich zwei neue hinzufügen. Aber die zwei schicken wir erstmal zum Ausruhen. Dann wollen wir mal schauen, wen wir hier denn neu hinzufügen können. Also der Roy, der ist relativ ausgeglichen, 3-3-2 und generalistisch. Dann haben wir eine für schnellere Forschung. Hierhin der Samuel. Auch generalistisch, 3-3-2, exakt dieselben Werte. Das sind, so wie es scheint, erstmal die zwei besten. Wir müssen halt schauen. Also ich nehme mal an, klar, es wird auch viel jetzt sein mit Dinosaurier kämpfen, dadurch, dass wir jetzt eigentlich nur ein Baryonyx hier haben, ein Fleischfresser, und der Rest sind Pflanzenfresser. Und wir sollen ja jetzt mehr gefährliche Spezies-Typen hierher holen. Heißt mehr Fleischfresser. Das würde dann aber auch bedeuten, dass mehr Kämpfe untereinander stattfinden. Deswegen wahrscheinlich auch die paläomedizinische Anlage. Ich nehme mal an, da werde ich da später auf jeden Fall was brauchen. Aber ich denke, da kann ich ein Personalzentrum noch hinbauen, dass ich mehr Plätze für Wissenschaftler bekomme. Aber ich gehe jetzt erstmal wirklich auf die Logistik, weil wir jetzt halt davon ausgehen müssen, dass wir erstmal viele herholen müssen. Genau, und der Samuel war es. Ich meine, ich kann ja dann später auch noch Leute entlassen wieder und neue einstellen. Das wäre ja möglich. So, zwei Allosaurusse. Big Rock. Wen haben wir noch? Drei Herrerasaurusse. In Irvine. San Bernardino. Dilophosaurus. Die kennt man aus dem ersten Teil. Die spucken eine sehr giftige oder besser gesagt ätzende Säure ihren Gegnern ins Gesicht quasi. Der Metriacanthosaurus. Der sieht ähnlich dem Tyrannosaurus Rex aus. Ein Albertosaurus in San Antonio. Ja, ist auch nicht schlecht. 8 Trodon. Sieht mir aus, als wäre das etwas kleineres. Die sind vielleicht, naja, für die ganz kleinen, die wir vorhin hatten, wären die wahrscheinlich eher gefährlich. Und zwei Cryolophosaurus. Sieht auch eher etwas größer aus. So, da wir aber so oder so die Aktivpostenbewertung hochkriegen müssen für gefährliche, würde ich die drei Metriacanthosaurus nehmen. Und einmal herholen. Aber was kann ich denn erforschen? Das schauen wir schon mal. Wissenschaftlertraining. Das wäre ein Effizienz-Upgrade für Personalzentrum und Unterstützungsanlage. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber da sind wir noch lange nicht so weit. Wollen wir erstmal schauen, dass wir die drei... Ja, ich glaube, das waren drei Dinosaurier herbekommen. So. Also ich vermute auch, dass diese Aufgabe, dieses Kapitel etwas länger dauert. Deswegen jetzt schon mal die Vorwarnung, es wird wahrscheinlich in mehrere Teile aufgeteilt. Je nachdem, wie viel es nun im Endeffekt auch wirklich sein wird. Da haben wir
Sogar alle gefangen. Dann wollen wir... Ja, soll ich die einfach so hier reinsetzen oder... Gib mir mal 2 Minuten. Also ich könnte theoretisch... Könnte ich denn irgendwas bauen hier? Ich könnte theoretisch wirklich sogar etwas bauen. Ich glaube, das wäre sogar sinnvoll. Ja. Dann werde ich für die 3... Und auf die Ankunft warten. Ja, der Strom hier hinten, das liegt nur daran, dass das noch nicht fertig gebaut ist. Warum der auch immer hier hinten irgendwie angefangen hat zu bauen, das Tor ganz zum Schluss. Keine Ahnung. Aber egal, jetzt haben wir auf jeden Fall alles gebaut. Braucht auch nur 3 Treibstoff. Was haben wir hier? 7. Das sollte auf jeden Fall reichen. Produkt wird transportiert. So, machen wir mal alle rein. Ich mache noch einen... Ja, es wäre fast ein Platz für 2 Ranger-Posten rein. Dass das auch alles abgedeckt ist. So, Ranger-Team, einmal bitte loslegen. Wir brauchen wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ja, die mögen sich untereinander nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Aber das kann ich erst genau sagen. Ja, okay. Fehlende Beute, ja. Wald hat er genug. Beute und Wasser. Bestand. Bereich. Kohabitation. Ja, okay. Aber mache ich erstmal die Lebendbeute rein. Die setze ich auch mal hier hinten hin. Ja, sollte ja erstmal reichen. Und Wasser, Wasser was. Wasser ist sehr wichtig. Hier in der Mitte eine schöne Wasserquelle. Zufrieden. Zufrieden und zufrieden. So, offenes Gelände genug, Wald könnte theoretisch noch ein bisschen und Wasser könnte auch noch ein wenig, aber das reicht schon. Gut, die Aktivpostenbewertung. Da habe ich relativ wenig jetzt, weil die noch nicht gesehen werden von irgendjemandem. Deswegen setze ich einfach mal hier eine Beobachtungsgalerie hin. Verbinde die eben mal schnell mit einem Weg hier am Rand, dass wir nicht allzu viel Platz wegnehmen. Und machen den Weg... hier hin. Und wir machen auch noch eine hier drüben hin, dass das auch noch abgedeckt ist. Da haben wir schon ein bisschen erhöht. So, dann mache ich hier
Ich muss halt jetzt immer daran denken, dass ich auch die Beobachtungsgalerien immer mit einberechne. Sechs Dilophosaurier. Da würde ich die als nächstes nehmen. Das sind, ist eine größere Truppe. Und da würde es sich wahrscheinlich mehr lohnen von den Zahlen her. So, dann brauchen wir nochmal schnell ein kleines Hähnchen. Mit ein bisschen Abstand zum Weg. Man wird auch nicht so übertrieben groß. Wie das von den Betrieben. Damit wir dann noch ein bisschen Platz haben. Und jetzt bin ich einmal ganz tief und verbinde das hier, damit der Strom aufgreift. Mach hier ein Tor hin und hier ein Tor hin. Ein Winterposten reicht aus. So, ich wollte einmal genau. Beobachtungsgalerie. Da haben wir alle sogar gefangen. Sehr schön. So, dann hier mal schnell auffüllen. Und das Ranger-Fahrzeug, wo haben wir es denn? Vielleicht einmal zuweisen. Genau, da können wir aber jetzt wahrscheinlich schon einmal Wasser hinzufügen. Weil ich sehr stark annehme, bestätige Produktzustellung. Dass die auf jeden Fall was brauchen. So, der macht jetzt erstmal die. Ach, das ist aber nicht so vorteilhaft, mein Leben. Also die scheinen sich nicht so wohl zu fühlen. Aber ey. Wenn ihr unbedingt betäubt werden wollt, das können wir sehr gern machen. So. Nein, lass den Zaun in Ruhe. So, da warten wir erstmal schnell trotzdem. Okay, und da sind sie schon ausgebrochen. Machen wir einmal alles weg. So, fehlender Wald. Da haben wir aber schon, was sie brauchen. Beute und Wald. Okay, offenes Gelände haben die genug. Die brauchen mehr Wald. Ah ja, klar. Und Beute, das hätte ich aber gleich mal dran denken können. Ihr bekommt eure Beute natürlich. Hierhin. Und noch ein wenig Wald. Ja, es ist ein bisschen schwierig, wenn wir auch die Aktivposten haben wollen, weil wenn die sich im Wald verstecken, ist es ein bisschen schwierig. Aber wir machen hier auf jeden Fall mal so weit hin, dass die sich auf jeden Fall besser fühlen. Was haben denn die jetzt für ein Areal? Ja gut, die haben ja noch nie alles eingenommen. Da kommt dann noch ein bisschen weiter zu. Beute, Wasser. Ansonsten ist alles da. Nicht identifiziertes Leiden. Auf jeden Fall. Ja, komplett ausschließen will ich es ja noch nicht. Aber erstmal hier Zaun reparieren ist, glaub, wichtiger. Ja genau, es sind wirklich alle. Okay, der ist jetzt schon wieder rein. Ja. Zu spät. Zu spät, mein Guter.
Produkts unterwegs. So, den setze ich mal gleich hier hinten hin. Dass das gleich mal auch im Territorium vergrößert wird. Ja, meine Güte, ich hab dir doch gesagt, mein lieber Freund, du sollst das auf... Warum hast du das Loch nicht geschlossen? Ich hab dir doch gesagt, du sollst das reparieren. Jetzt aber mal schnell hier. So, jetzt müssen wir hoffen, dass er schnell genug ist. Aber währenddessen kann ich dich schon mal nehmen. Und natürlich ist er nicht schnell genug. Ja, okay, da kann ich eigentlich erstmal die hinzufügen. Und die anderen beiden canceln. So, hier kommt erstmal alle wieder weg. Die zwei müssen nochmal gefangen werden. Dabei können die mit dem Fahrzeug gescannt werden. Warum hat der jetzt schon wenig Treibstoff? Er hat noch nichts gemacht. Aber egal. Geht's eigentlich den hier? Ja, keine Ahnung. Nehmen wir erstmal wieder das Einfangteam. Und machen die zwei weg. Was einsam. Ihr hättet ja einfach nie rausrennen müssen. Ihr seid selber schuld, dass ihr einsam seid. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Oh, wo ist er hier? Schön versteckt hinterm Baum. Sammle Produkt ein. Hallo? Oh, Tollwut. Was können wir denn da machen? Oh, Forschung muss erstmal erforscht werden. Dafür muss ich erstmal einen fotografieren mit Tollwut. Was ist das denn? Ach Gott. Ja, der ist jetzt natürlich schon wieder zurück. Aber ja, dann fahre ich mal eben schnell selber dahin. Das machen wir mal eben fix. Komisch, dass ich zum Erforschen von Tollwut erstmal einen Dinosaurier fotografieren muss, der Tollwut hat. Aber das werden wir schnell machen. Kann ich denn durch den Zaun fotografieren? Funktioniert das? Müsste eigentlich. So, jetzt kann ich, nein, nicht Expedition, sondern, achso, Tollwut-Medikation freigeschaltet. Also ich musste wirklich nur fotografieren, damit ich es behandeln kann.